Herzlich willkommen noch einmal aus Garmisch-Partenkirchen von der Begegnung SC Rissersee gegen die Dresdner Eislöwen. Insgesamt waren heute 2435 Zuschauer mit dabei beim vierten Duell zwischen diesen beiden Mannschaften. Wieder viele Tore gab es zu sehen, insgesamt 9 an der Zahl. Mit einem Sieg der Dresdner Eislöwen in der Verantwortung ihres Trainers Franz Stehr. Franz, du musstest heute auf deine Nummer 1 im Tor verzichten und trotzdem gelang dir heute ein Sieg beim Zweitplatzierten der DL2. Ja, schönen guten Abend. Das ist richtig, wir hätten aber, wenn er auch nicht angeschlagen gewesen wäre nach dem Spiel, hätten wir sowieso mit diesen zwei Torhütern, wären wir nach Garmisch gefahren, weil der Marco ein bisschen Auszeit braucht. Er hat sehr, sehr viel gespielt und er braucht vom Kopf her ein bisschen Auszeit, weil dieser hervorragender Torwart und der hat jetzt auch mal ein bisschen Schwächephase gehabt und der kriegt jetzt auch ein bisschen Auszeit und darum hätte ich das sowieso gemacht, ungeachtet der Verletzung. Ja, zum Spiel, wir haben natürlich gewusst, dass wir gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft spielen werden. Wir haben uns schon sehr gut darauf eingestellt, auf die einzelnen Varianten. Auch das Überzahl hat beim ersten Mal überhaupt nicht funktioniert. Mit den drei Mann oben falsch interpretiert von Spielern, habe ich auch nicht verstanden, wieso der nicht angegriffen worden ist. Aber ist egal, wir sind immer in Rückstand gewesen und sind zurückgekommen, haben dann auch ein glückliches Tor geschossen, haben auch noch einen Pfostenschuss gekriegt, der Torwart dort hinten noch zwei wirklich gute Saves gehabt. Ein bisschen Glück braucht man in dem Sport, mit dem sind wir die letzten Wochen nicht verwöhnt worden. Dankeschön. Danke, Franz. Toni, deine Mannschaft ging heute vor eigenem Publikum 4-mal in Führung. Es dauerte jedes Mal nur 1 Minute, einmal waren es 3 Minuten und dann war wieder der Ausgleich da. Warum brachte auch diese vielen Führungen dem SC Rissersee heute keine Punkte? Ja, erstmal Glückwunsch an Franz Dresden, weil wir einfach nicht gut genug waren. Wir waren das ganze Wochenende waren wir nicht gut genug. Die Leistungen waren überhaupt nicht in Ordnung. Individuell waren wir auch nicht bereit, alles zu tun, alles richtig zu tun. Und wenn du zu Hause 4-mal in Führung stehst, musst du das Spiel gewinnen. Aber dass man lässt den Gegner sofort zurück im Spiel kommen, das sagt etwas über unsere mentale Bereitschaft dieses Wochenende. Und für das nehme ich Antwort. Danke. Es ist heute der 4. Februar, aber als neutraler Zuschauer hatte man oft ein bisschen den Eindruck, wir sind noch mitten in der Weihnachtszeit. Es waren heute sehr viele individuelle Fehler zu sehen. Es waren eigentlich viele Geschenke dabei. Worauf ist das zurückzuführen? Zu viele Spiele, Müdigkeit, geistige Müdigkeit. Flat, sagte einst einmal Kevin Godet zu dieser Situation, nicht mehr gierig nach den Siegen. Ja, also hat gar nichts mit Müdigkeit zu tun. Das ist die schlechteste Ausrede zur Zeit. In Tölz haben wir 3-5 gegen 5 Tore kassiert, heute auch. Und wenn du 6 Gegentore, 5 gegen 5, in das Spiel 5 gegen 5 in einer Wochenende kriegst, dann wahrscheinlich gewinnst du die Spiele nicht. Und das war, da waren individuelle Fehler, aber das nehmen wir nicht jetzt hier. Das nehmen wir dann mit der Mannschaft, mit Ruhe. Und das ist ein Teil in unserer Saison. Und wir müssen alle besser arbeiten. Ich bin überhaupt nicht zufrieden. Franz, ihr seid ja nicht unglücklich, nicht glücklich mit den vielen Verletzten. Habt auch ein bisschen Pech gehabt mit der Verpflichtung von euren Ausländern. Habt dann auch eine schlechte Serie erhalten und gegen Vereine verloren, wo man sagt, ja, gegen die könnte man gewinnen. Die liegen hinter uns in der Tabelle. Bayreuth, Weißwasser, Freiburg. Dann der Sieg plötzlich gegen Kassel. Heute der Sieg gegen den SC Rissersee. Tut ihr euch leichter gegen die sogenannten Besseren in der Liga? Ich glaube, das mit besser oder nicht besser, das kann man, glaube ich, vergessen, oder welche Liga man ist.
Wenn du heute mal in Freiburg spielst oder in Bayreuth spielst, diese Vereine sind nicht einfach zu spielen. Die spielen oft destruktiv, dann haben sie oft eine überragende Torwartleistung, du rennst an, du kriegst den Konter. Ich mach ein Spiel nicht von der Tabellensituation abhängig. Ich mache ein Spiel, ist immer 50-50 Chance. Du kannst gewinnen, der kann gewinnen. Egal wie der Gegner heißt. Und um auf das zurückzukommen mit den persönlichen Fehlern. Wir haben jetzt gegen Frankfurt ein überragendes Penalty-Kill gespielt gegen die beste Überzahlmannschaft. Haben wir trainiert. Wir haben trainiert, Überzahl, haben 3 Überzahltore geschossen und dann kriegen wir diese Reifenplatzer. Auf Bayerisch gesagt. Von individuellen Fehlern, wo du nicht erklären kannst, warum der Spieler jetzt das macht. Ob das. Die haben es heute nicht gemacht. Es ist wie ein Trainer, du stehst dann draußen und sagst, ja, bin ich im falschen Film? Vorbereitet, Video, alles, wie spielen die, was machen die, das funktioniert und dann verliert der Scheibe oder läuft der Scheibe und verliert den Zweikampf. Und es ist oft nicht leicht zu erklären. Begrüße natürlich auch die anwesende Presse. Fragen bitte von der Presse. Andi. 4 Tore mit Drindl und Co. auf dem Eis. War die heute ein bisschen zu abhängig von dieser ersten Reihe? Ja, wenn du die Frage so stellst, dann wahrscheinlich war das so. Also was mir am meisten enttäuscht hat, heute eigentlich, das war, dass jedes Aufbau oder Line Rush oder was man es nennen willst, das hat anders ausgesehen. Einmal haben wir die Scheibe da geschossen, einmal reingelaufen, einmal das Pass rüber versucht. Das war nicht eine konstante, disziplinierte Mannschaftsleistung. Und dass eine Reihe 4 Tore schießt und die anderen gar nichts, ich weiß nicht, ob das Zufall war oder nicht, aber unser Spiel dieses Wochenende war zu viel auf Zufall abhängig. Freitag in Tölz habt ihr 7 Mal Powerplay gespielt, kein einziges Mal getroffen, heute 2 Mal. War das auch Zufall? Nein, heute war der Powerplay, das Spiel war aggressiver. Ja, und das da waren mehr Schüsse oder Möglichkeiten, dass wir gehen, dass wir attackieren. Ich glaube, deswegen haben wir ein bisschen besser heute gespielt, weil in Tölz haben wir das ein bisschen zu schön gespielt worden. Freitag hast du Kevin von der Kritik ausgenommen. Gilt das Gleiche für Matthias auch? Also er hatte eine unfassbare Parade im zweiten Drittel, sah aber auch bei 2 Toren vielleicht nicht ganz so glücklich aus. Nein, ich glaube auch nicht, dass Matthias weiß das auch. Ich muss es Matthias nicht sagen. Ich glaube nicht, dass der ist zufrieden. Ich weiß, dass der ist nicht zufrieden. Aber ich glaube auch nicht, dass es ein Geheimnis ist, dass ich denke so auch. Franz, ihr habt sehr viele Langzeitverletzte. Bis 28. Februar gäbe es noch die Möglichkeit, am Transfermarkt tätig zu werden. Werdet ihr das? Krefeld hat schon fast alles weg. Das ist nicht so einfach an deutschen Spielern, jetzt irgendwo einen zu kriegen und nur, dass du auswechselst, das macht keinen Sinn. Spiele lieber mit denen, die ich habe oder mit einem DNL-Spieler. Gut, wir schauen, was der Markt hergibt, aber der Harrison Reed wird nächstes Wochenende zur Verfügung stehen, dann muss ich natürlich einen Ausländer raussitzen. Dann haben wir den Grafenzin, der wird im 14. Tag wiederkommen und ich denke immer, wenn es eine gute Mannschaft ist, auch ein Spieler, der vielleicht jetzt nicht die Erfahrung hat, aber wenn der alles in die Waagschale hilft, dann hilft er das mehr, als wenn einer kommt, der sagt, ja, spiele ich halt hier ein bisschen. Also ich denke, wir werden den Markt beobachten, ob wir da was machen können, aber nur, dass man was macht, das halte ich nichts davon. Gibt es weitere Fragen? Keine Fragen. In der Tabelle hat sich nichts geändert. Der SC Rissersee bleibt auf dem 2. Platz. Nur der Abstand zu Bittigheim hat sich wieder vergrößert, weil Bittigheim heute 3 Punkte geholt hat. Dresdner Eislöwen bleiben auf Platz 9, haben aber auch nach vorne Punkte gut gemacht. Dann bedanke ich mich bei beiden Trainern, Toni Söderholm
bei dem Heimtrainer, beim Gästetrainer, gute Heimfahrt, Franz Stehr, und viel Erfolg noch, dass wieder dorthin kommt, wo Sie ja schon gewesen seid. Ich fahre heute nicht weit, ich bleibe heute über Nacht in Bayern. Das ist gut, dann wird es eine rauschende, berauschende Nacht heute in Bayern. Bedanke mich bei den Zuschauern. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.